Hallo und herzlich willkommen bei Learn for Life Kids. Also wir finden es extrem cool, dass du heute bei uns vorbeischaust, um etwas für dein Leben zu lernen. Liebe Eltern, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit für Learn for Life nehmen. Wir freuen uns, dass wir Sie durch unsere Themen darin unterstützen dürfen, Ihre Kinder zu stärken, um es bestmöglichst auf Ihr Leben vorzubereiten. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Expertinnen und Experten, die uns ihre Zeit geschenkt haben, damit wir euch diese Videos gratis zur Verfügung stellen dürfen. Und nun wünsche ich euch eine interessante, unterhaltsame und lehrreiche halbe Stunde und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder bei uns vorbeischaut. Am besten abonniert ihr unsere Newsletter, damit ihr keines unserer neuen Videos versäumt. Viel Spaß! Hallihallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du erkennen möchtest, welches deine Superkräfte sind und wie du die in schwierigen Situationen einsetzen kannst. Mein Name ist Corinna Weber und ich habe das Programm CW Starke Kids entwickelt und ich helfe Kindern, zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten heranzuwachsen. Und ab heute gehörst auch du dazu. Ja, und ich erzähle dir jetzt gleich, wie du deine Superkräfte erkennst, warum das überhaupt wichtig ist und wie du deine Superkräfte für dich ganz festhältst, um sie in schwierigen Situationen auf Knopfdruck einzusetzen. Damit du zum Beispiel eine Prüfung besser schaffst, die Klassenfahrt meisterst oder dir sonst irgendetwas zutraust, wovor du bislang vielleicht noch ein bisschen Bammel hattest. Und ich mache das nicht alleine, sondern dieser Kollege hier, der Pico, der ist auch dabei und der hier erklärt dir auch, wie das alles geht. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bis bald. Tschüss. Erkenne deine Superkräfte und lerne, diese in schwierigen Situationen einzusetzen. Vielleicht kennst du das ja. Pico kennt das gut. An manchen Tagen, da kriegen wir überhaupt nichts hin. Die einfachsten Aufgaben fallen uns schwer. Das, was wir gestern noch konnten, können wir heute irgendwie überhaupt nicht mehr. Wir machen scheinbar alles falsch und wir fühlen uns überhaupt nicht wohl und möchten, dass der Tag am liebsten ganz, ganz schnell vorbei ist. Kennst du solche Tage? An anderen Tagen, da läuft alles super. Wir trauen uns ganz neue Dinge zu und schaffen alles in Turbozeit, viel schneller als sonst. Und wir erledigen Dinge, die wir lange vor uns hergeschoben haben, ganz fix und ohne Probleme. Das kennst du, oder? Der Pico kennt das gut. Und du bist an solchen Tagen voller Energie. Du bist dann in einem kraftvollen Zustand und hast Zugriff auf all deine Superkräfte. Das sind deine Ressourcen, so nennt man das. Unter einer Ressource kannst du also so etwas wie eine Superkraft verstehen, die du in dir trägst, die du immer bei dir hast und die dir Energie und Zuversicht gibt, die dir also das Gefühl gibt, dass du alles schaffen kannst, was du möchtest, in der richtigen Zeit und auf die richtige Art und Weise. Was können denn solche Ressourcen sein? Ressourcen können sein Fähigkeiten, also Dinge, die du besonders gut kannst. Pico kann zum Beispiel super Fußball spielen. Es können auch individuelle Charakterzüge sein, also sowas, wie du einfach bist, dass du zum Beispiel immer fröhlich und gut gelaunt bist. Oder deine Lebenseinstellung kann eine Ressource, eine Superkraft sein. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass schon alles gut gehen wird, dann ist das eine ganz, ganz wunderbare Superkraft, die du immer bei dir hast und die du in dir trägst. Aber auch Gefühle, die du hast, wie zum Beispiel Liebe oder Freundschaft, stehen dir als Ressourcen zur Verfügung. Und weißt du, was total logisch ist? Wenn du zum Beispiel Ängste loswerden musst oder neuen Mut brauchst für irgendeine neue, schwierige Situation, an die du dich noch nie herangetraut hast, wenn du eine Prüfung schaffen musst, ein wichtiges Gespräch führen oder eine ganz neue Situation meistern willst, dann geht das natürlich viel besser,
wenn du in so einem kraftvollen Zustand bist und deine Superkräfte nutzen kannst. Klingt total logisch, oder? Genau. Und deswegen wollen wir mal gucken, wie du so eine Superkraft erkennst. Für viele Menschen entstehen die Momente, in denen sie einfach voll in ihrer Superkraft sind, ganz zufällig. Die sind einfach da. Manche Tage sind doof und manche Tage sind super. Und da merkst du, dass du ganz viel Kraft hast, ganz viel Energie und dass du Zugriff auf deine Superkräfte hast. Wenn es dir aber doch gelingen könnte, deine Ressourcen, also deine Superkräfte, dann anzuzapfen, wenn du es brauchst, und du dann quasi auf Knopfdruck von dieser positiven Energie profitieren könntest, in einer schwierigen Situation, wenn du zum Beispiel eine Prüfung schaffen musst oder wenn du ein wichtiges Gespräch führen musst oder wenn etwas ganz Neues ansteht, wovor du noch ein bisschen Bammel hast. Wäre das nicht cool, wenn du auf Knopfdruck so einen super tollen, kraftvollen Tag heraufbeschwören könntest? Jetzt, hat Corinna gesagt, wollen wir was malen. Okay, ich hol schon mal ein großes Blatt Papier und einen Stift und dann geht's los. Machst du mit? Wie kannst du also in so einen kraftvollen Superzustand kommen? Pico und ich, wir erklären dir das. Zunächst einmal geht's darum, deine Ressourcen, also deine Superkräfte, zu sammeln, damit du überhaupt weißt, welche Superkräfte du hast. Denn alles, was ich brauche, steckt bereits in mir. Das weiß der Pico und du wirst jetzt durch die nächste Übung auch erfahren, dass das bei dir auch so ist. Alles, was du brauchst, steckt bereits in dir. Ich möchte dich mal bitten, nacheinander beide Hände auf ein Blatt Papier zu legen und die Umrisse von Hand und Fingern nachzuzeichnen. Du musst es nicht jetzt machen, du kannst es auch nach dem Video tun. Und du kannst dieses Video ja auch immer wieder zurückspulen, um nochmal zu schauen, wie die Übung ging. Also, lege deine beiden Hände auf ein Blatt Papier und zeichne die Umrisse von Hand und Fingern nach. Anschließend suchst du gemeinsam mit Mama oder Papa, vielleicht mal 10 Tage lang, du kannst aber auch die Übung in kürzerer Zeit machen oder dir auch länger Zeit dafür nehmen, suchst du also eine Ich-Kann-Superkraft, eine sogenannte Ressource, bis du für alle Finger eine solche gefunden hast. Und du schreibst dann auf jeden Finger eine solche Superkraft. Am besten funktioniert diese Übung am Abend, wenn du schon im Bett liegst und nochmal darüber nachdenkst, wie der Tag gelaufen ist. Was hast du heute gemacht? Was hat besonders viel Spaß gemacht? Was hat gut geklappt? Und was hast du toll hinbekommen? Und daraus findest du deine Superkräfte, wie zum Beispiel, ich kann mutig sein und toll klettern. Das schreibst du dann auf einen Finger. Ich kann mutig sein. Ich kann konzentriert sein und ein 100-Teile-Puzzle ganz allein fertigstellen. Du schreibst dann, ich kann konzentriert sein, auf einen Finger. Ich kann selbstständig sein und allein mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Ich kann kreativ sein und Gitarre spielen. Und so machst du immer weiter, bis du für jeden Finger eine Superkraft aufgeschrieben hast. Das Bild kannst du dann in dein Zimmer hängen oder es irgendwo hinlegen, wo du regelmäßig draufschauen kannst. Und wir schauen jetzt gleich mal, wie du jetzt so eine Superkraft so in dir festmachen kannst, damit du sie auf Knopfdruck abrufen kannst. Dieses in dir festmachen, das nennt man Ankern. Aber was sind denn Anker? Jetzt hat Corinna gesagt, machen wir was mit Ankern. Anker kenne ich vom Schiff. Und du? Ich weiß ja nicht, was das mit meinen Superkräften zu tun hat, aber Corinna wird uns das schon erklären. Anker kennst du vom Schiff, oder? Ja klar, Pico auch. Aber hier ist mit Anker etwas anderes gemeint. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor.
Du sitzt im Auto, das Radio läuft und plötzlich hörst du ein Lied. Und du denkst bei diesem Lied an euren letzten Sommerurlaub. Du warst am Strand mit Mama und Papa, vielleicht mit deinen Geschwistern. Das Eis war super lecker. Ihr habt tolle Ausflüge unternommen. Du durftest viel länger aufbleiben als jetzt und ganz lange YouTube schauen. Kennst du das? Genau. Und nur weil du dieses Lied im Radio hörst, denkst du wieder daran. Alte Gefühle werden wach und du gerätst ins Träumen. Wie war das in diesem Urlaub? Das Lied, das du gehört hast, hat hier die Funktion eines Ankers. Es hat also deine Erinnerungen und deine Gefühle dazu mit dem Sommerurlaub verbunden. Der Anker ist also sowas wie der Code für ein Zahlenschloss am Tresor unserer Erinnerungen. Und wenn dieser Code geknackt wird, wenn du zum Beispiel dieses Lied hörst, dann werden die alten Erfahrungen wieder ganz aktiv und ins Bewusstsein gerufen. Und das, was du damals erlebt hast, zum Beispiel in diesem Sommerurlaub, wird wieder lebendig. Und du hast das Gefühl, du bist jetzt gerade wieder am Strand und isst ein Eis. Aber nicht nur das, was du hörst, zum Beispiel dieses Lied, kann ein solcher Anker sein, sondern es kann auch ein Geruch oder ein Geschmack ein Anker sein. Wenn du zum Beispiel beim Geruch einer bestimmten Suppe an die Oma denkst oder beim Geschmack des Vanilleeises an den letzten Urlaub. Ein altes Foto, ein Spruch oder ein Text in einem Album, ein Geräusch in der Natur können auch Anker sein. Ziel des Ankerns einer Superkraft, so nennt man das, ist es also, auf Knopfdruck in einen positiven Gemüts- und Gefühlszustand zu kommen, um dann eben eine schwierige Situation besser zu meistern. Alles klar, habe ich verstanden. Und jetzt wollen wir unsere Superkräfte ankern. Oh ja, dazu machen wir bestimmt wieder so eine tolle Traumreise, so eine Mentalübung. Die mache ich total gerne. Ich freue mich. Und Pico und ich, wir zeigen dir jetzt, wie das geht. Das kann nämlich mit Hilfe einer Berührung passieren. Das kann mit Hilfe eines Wortes passieren, wie Pico hier das Wort Mut als Anker verwendet. Es kann aber auch mit einem Bild geschehen. Und wie funktioniert das jetzt, willst du wissen? Das zeigen wir dir jetzt. Wie kann ich denn ein Erlebnis, einen Geruch, ein Lied, ein Bild zusammen mit den Gefühlen, die dazugehören, abspeichern, um das später wieder abzurufen? Setz dich mal ganz entspannt hin und atme einfach ganz ruhig. Und dann suchst du dir irgendeine Stelle an deinem Körper aus, der dein Kraftpunkt sein soll. Dieser Punkt sollte immer gut für dich erreichbar sein und möglichst unauffällig, damit du den in jeder Situation, zum Beispiel während einer Klassenarbeit, gut erreichen kannst. Du kannst zum Beispiel den Fingerknöchel des rechten Ringfingers nehmen oder dein rechtes Handgelenk oder vielleicht auch dein linkes Ohrläppchen. Irgendetwas, wo du immer und zu jeder Zeit gut drankommst. Dann denkst du an eine Situation, in der du zum Beispiel voller Gelassenheit, voller Energie, voller Mut oder Kraft warst, je nachdem, welche Ressource, also welche Superkraft, du gerade ankern möchtest. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, für welche Situation du das benutzen möchtest. Wenn du zum Beispiel sagst, du bist vor Klassenarbeiten immer ganz aufgeregt, dann ist es vielleicht wichtig, eine Situation rauszusuchen, in der du ganz gelassen warst. Wenn du dich vor irgendetwas fürchtest, vielleicht vor der Klassenfahrt oder so, dann brauchst du vielleicht eine Situation, in der du mal besonders mutig warst und einfach etwas Neues ausprobiert hast. Du erinnerst dich dann ganz genau an diese Situation, in der du zum Beispiel ganz mutig warst und versuchst, diese nochmal ganz intensiv zu erleben. Erinner dich nochmal ganz genau und geh nochmal rein in die Situation. Was siehst du? Kannst du Geräusche oder Stimmen hören?
Nimmst du bestimmte Gerüche wahr oder schmeckst du irgendetwas? Und wie fühlt sich das an, dieses Gefühl, du bist ganz mutig in deinem Körper? Für diese Übung brauchst du sicherlich ein bisschen Zeit und du kannst dir das gerne nach dem Video hier einfach nochmal aufschreiben und vielleicht guckst du das einfach nochmal an, damit du genau weißt, wie diese Übung vonstatten geht. Und wenn du ganz in der Situation drin bist, dann berührst du den Kraftpunkt, den du dir ausgesucht hast. Du stellst dir also vor, wie du ganz mutig warst, du siehst die Situation nochmal und du fühlst diesen Mut in deinem ganzen Körper und dann drückst du zum Beispiel dein linkes Ohrläppchen. Jetzt ist dieser innere Zustand, jetzt ist dein Mut geankert. Um das zu überprüfen, kannst du dann im Anschluss den Kraftpunkt einfach nochmal drücken und spüren, ob dieses positive, kraftvolle Gefühl wiederkommt. Und wenn das noch nicht so gut klappt, dann wiederholst du die Schritte einfach nochmal und drückst deinen Kraftpunkt etwas länger. Nicht nur dein Kraftpunkt kann ein Ankerpunkt sein. Es muss nicht unbedingt am Körper sein. Es können auch andere Dinge sein, die du zum Beispiel in der Hand fest zusammendrückst, wie ein besonderer Schmuck oder Muggelstein. Du kannst auch einfach alle 10 Finger aneinander pressen oder einfach zu dir selbst in Gedanken sagen, ich bin ganz ruhig oder ich bin ganz mutig. Und immer wenn du diesen Satz dann in Gedanken sagst, wird dieses Gefühl aus der Situation, die du geankert hast, wieder hervorkommen. Das hier ist zum Beispiel meine Schatztruhe. Das sind alles Dinge, mit denen ich Gefühle anker. Da sind verschiedene Steine, da sind Muggelsteine dabei, Kristalle und auch Münzen und auch ein Glücksbringerengelchen, das ich hier habe, mit dem ich solche Übungen mache. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei beim Finden deiner Superkräfte und beim Ankern deiner Superkräfte und immer daran denken, alles, was ich brauche, steckt bereits in mir.